So, wir gucken mal direkt jetzt rein hier. Wir haben jetzt hier den AnTuTu Benchmark-Test runtergeladen und CPUZ. Wir schauen also mal rein, was CPUZ so direkt sagt. Wir haben jetzt hier wieder einen richtig krassen Prozessor verbaut. Der ist auf Leistungsniveau wahrscheinlich also over 9000, wenn man das Ganze mal so sieht. Wir haben hier vier Kerne mit also bis zu 2,7 GHz Geschwindigkeit und bis maximal vier Kerne 1,79 GHz Geschwindigkeit. Die takten sich dann individuell von 650 bis 2700 MHz hoch oder runter, um natürlich Strom zu sparen. Mali G72 ist hier der GPU-Renderer. Das ist gerade auf 260 MHz ziemlich weit runter getaktet, um den Stromverbrauch zu senken. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier das Modell, das ist das SMG 96 5F. Aha, das ist also hier das mit einem Samsung Board, 6,22 Inch, okay, 6,2 sind wie gesagt angegeben. Wir haben jetzt gerade die Screen Resolution aktuell von 2220 x 1080, 397 dpi, ist jetzt alles so out of the box. Verfügbare RAM immer noch 2,4 GHz und interner Speicher sind 52,55 GB, obwohl ich jetzt 100, 150 MB schon runtergeladen habe durch Updates etc. von der 64 GB Variante. Das ist schon mal interessant. Das heißt, von den 64 sind 52 frei, wovon ich jetzt eigentlich nur noch 49,6 GB nutzen kann. Da kann ich Musik, Filme, Videos aufnehmen oder speichern. Was haben wir sonst noch? Wir haben out of the box Android Oreo 8.0. Wir haben ja jetzt vor kurzem erst das Update bekommen für Galaxy S8 Plus. Das hat dann auch, oder Galaxy S8 natürlich auch, hat dann auch Oreo bekommen. Hier haben wir es direkt schon von vornherein drauf. Das ist schon mal ziemlich interessant. So, die Batterie hat wie gesagt beim S9 Plus 3500 mAh, also 500 mAh als das S9. Das ist ja beim S8 auch so gewesen. Die hatten bei der S8 oder S9 Variante 3000 mAh und die S9 Plus oder S8 Plus Variante hat 3500 mAh. Sehr praktisch. Thermal, auch nur zwei so eine Einstellung. Ansonsten haben wir hier erstmal Werbung direkt. Auch PUBG habe ich direkt schon, oder PUBG habe ich direkt schon ausprobiert auf dem S8 Plus. Läuft ja auf Settings hoch ohne Probleme. Ultra soll sogar für das S9 Plus schon programmiert worden sein. Das werde ich direkt als nächstes ausprobieren, ob das tatsächlich machbar ist. Auch hier wieder Sensorautomatik ohne Ende. Ach, Bixby, also wirklich, das muss ich mir vielleicht doch mal irgendwann einrichten. Der AnTuTu Benchmark-Test ist natürlich auch mal ziemlich interessant, auf so einem Smartphone durchzuführen. Ich sag mal so, wir machen das direkt mal. Ist natürlich, was soll ich dazu großartig sagen, das Maximum, was wir hier rausholen können, weil, wie gesagt, das ist ja nun ein absolutes Top-Smartphone. Was sagt er uns jetzt hier direkt? Er sagt uns, Prozessorlast war gerade bei 32%. Ja, wir möchten den Vollbildmodus. Was will er denn man hier andauernd? Oh, jetzt höre ich auch das erste Mal gerade mal den Stereo-Modus, wo Ton kommt, und zwar wirklich von beiden Seiten. Das klingt schon mal interessant. Was will er denn man jetzt hier? Ich weiß es doch. Mensch, lass mich in Ruhe jetzt hier. Ich will diesen Benchmark-Test jetzt hier ausführen. Das verfälscht schon die Ergebnisse sonst. Und AnTuTu, sehe ich gerade, hat auch endlich mal neue Videos reingepackt, die gerendert werden müssen. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt nicht mal den Leistungsmodus angemacht. Ich weiß nicht, ob man da hinterher noch irgendwie mehr rausholen kann. Machen wir ein bisschen Ton leiser. Aber auch hier hört man auf jeden Fall, hier unten kommt der gewaltige Wumms raus. Auf der oberen linken Seite kommt natürlich der kleinere Lautsprecher auch noch zum Einsatz. Ich will mal so sagen, es ruckelt trotz alledem jetzt hier ein bisschen. Ich weiß aber auch nicht, in welcher Auflösung das Ganze läuft. Das sagt uns ja gerade der AnTuTu Benchmark-Test leider nicht. Wäre ziemlich interessant, wenn er das nochmal raushauen würde. Ah, jetzt baut er das Bild systematisch auf. Es wird also direkt gerechnet in einzelnen Szenen, so wie wir gesehen haben. 17%, soweit sind wir also schon durch. Jetzt kommt der 3D-Test, der lädt. Der Speicher, wie gesagt, beim S9 Plus hat 6 GB, beim S9 nur 4 GB. Ja gut, was heißt nur? Für den Power-User sollten 4 GB eigentlich auch völlig ausreichen. Bin mal gespannt, das wird sich wahrscheinlich nur in Spielen darstellen, ob das jetzt irgendwo anders zur Geltung kommt. Multitasking konnte ich auch beim S8 Plus ohne Probleme bewältigen, sage ich jetzt mal so. Aber ich muss sagen, auch das Bild hier, jetzt sieht man das Bezel-less Display, ist auf jeden Fall schon krass, ja. Wie das Display hier mit der Edge-Form nach unten weggeht und man denkt, wenn ich das jetzt so halte, ja, da geht das Bild irgendwo hinterm Tisch weiter oder so. Nein, definitiv, also eine gute Idee. Jetzt rendert er hier nochmal einzelne Szenen und Bilder direkt raus.
finde den Fehler wahrscheinlich auf dem Bild. Der gelbe Stern ist immer auf der rechten Seite und jetzt wird er zum schwarzen Stern. Bin ich jetzt auch ziemlich überrascht, dass der AnTuTu Benchmark jetzt so anders aussieht. Dass die endlich mal wieder Innovation zeigen und nicht nur dieselben Rechenbeispiele. Das ist mal ganz interessant. Fassen wir mal auf der Rückseite an. Ist noch kühl. Vorhin fand ich beim Ersteinrichten mit den vielen Updates ziehen, wo der Prozessor erstmal das erste Mal ein bisschen ran musste, da hat er noch gut was zu tun gehabt. Trotz alledem muss ich sagen, auch wenn man das so in der Hand hält, das schmeichelt schon sehr den Fingern der Hand. Es ist schon sehr angenehm, das Telefon so festzuhalten hier. Durch die abgerundeten Ecken. Da wurde ja diesmal kein Hehl draus gemacht. Das hatte das S9 sowie auch das S9 Plus erwischt. Wenn man jetzt überlegt, man hat da andere Smartphones. Ja, wenn ich jetzt hier gucke, hier ist ja das Smartphone schon unten zu Ende und hier oben auch. Und bei den alternativen Smartphones, sage ich mal, hast du dann unten und oben jeweils noch einen Zentimeter. Das haben die jetzt hier alles bei Samsung, ja, wie soll ich das sagen, die haben es einfach wegrationalisiert. Wird also wirklich der Schönheit immer mehr Platz gemacht und im Endeffekt der Leistung mehr Platz gemacht. Das einzige, der Unterschied ist, dass das S9 Plus ein bisschen schwerer ist als das S9. Ich glaube 30 Gramm, weil das Display halt ein bisschen größer ist. Akku, wie gesagt, ein bisschen größer ist, ein 500 mAh, aber ansonsten ist der ja fast gleich groß. Haben die schon gut hinbekommen. Jetzt merke ich langsam so ein bisschen Wärme hier aufsteigen. Also Wärme jetzt hier hinten über die Glaspanelfront wird so ein bisschen Wärme abgegeben, hier so, wo ich hin und her streiche. Schon ziemlich interessant. Wir sind schon bei 56%, das geht schon gut voran. Ziemlich interessant, also wirklich. Sollen wir noch ansonsten über die Dualkamera reden? Also die Unterschiede zwischen der Dual- oder der Einzelkamera beim S9 oder S9 Plus ist eigentlich so, das sollte man natürlich nicht außer Acht lassen, es ist die Blendenöffnung. Jetzt habe ich es, was ich davon erzählt habe, ist vielleicht nicht zu 100% richtig gewesen, aber die Blendenöffnung kann vom Benutzer manuell eingestellt werden. Die Abstufung ist zwar noch ein Stück, wie Spiegelreflex, ist ein bisschen entfernt, also wir können noch nicht zu 100% alles selber einstellen, aber es ist auf jeden Fall schon mal machbar. Das ist schon mal sehr interessant und einmal mehr bietet Samsung die aktuell größte Blendenöffnung auf dem Markt. Eine größere Blendenöffnung hat zwar den Vorteil, dass möglichst viel Licht auf den Sensor gelangen kann. Der Nachteil liegt darin, dass der Schärfebereich relativ klein ist. Muss ich jetzt hier direkt mal aus dem aktuellen Artikel ablesen nebenbei. Aber es ist auch mal ziemlich interessant, das zu hören. Blendenöffnung ist mit f2.4 weitaus kleiner. Das ist natürlich die Alternative. Und die Lichtverhältnisse aber sowieso, wenn die dann gut sind, hat man also ein schönes, helles Bild, was lange belichtet wurde. Muss ich dann alles mal direkt ausprobieren. Da stecke ich in der Fotografie auf jeden Fall nicht so weit drin, dass ich da jetzt irgendwie was erzählen könnte. Aber darum lese ich es jetzt hier einfach mal direkt vor. Was haben wir denn hier noch stehen? Akkufrage, die Akkufrage nach Kompensation. Auf dem Papier hat das S9 Plus 3500 mAh einen größeren Akku. Im Gegensatz zum S8 oder S8 Plus hat man daran nicht geschraubt. Das sagte hier so, es muss erst ein Test zeigen, ob das S9 Plus seine 500 mAh zum Vorteil nutzen kann oder ob der größere Akku reine Kompensation ist. Naja, wegen dem Display natürlich, ja, weil 0,4 Zoll, ob das jetzt so viel mehr Strom zieht, sei fraglich. Beide Energiespeicher können per Schnellladeverfahren aufgeladen werden. Zu den Zeiten und Auswirkungen liegen noch keine handfesten Daten vor. Das ist immer ziemlich schade. Das habe ich auch beim S8 Plus schon gesagt. Ich habe die meiste Zeit mit 5 Volt geladen, weil ich immer ziemlich Schiss hatte, dass irgendwann, wenn ich mit 9 Volt weiter so schnell auflade, der Akku irgendwann hoch geht, sage ich mal. Und man will ja auch nicht alle 12 oder 13 Monate seine 700, 800 Euro verpulvern. Muss ja dann doch nicht sein. So ein Akkutausch ist ja dann auch ziemlich kostspielig. Und ob das Handy auch wieder so zusammengebaut werden kann hinterher. Man hat es bei Apple letztens gesehen. Haben die den Akkutausch für 30 Euro rausgehauen. Und dann war das doch nicht so toll. Aber gut, je nachdem, wie denn nur so sei. Solange es nicht so eine Probleme gibt wie beim Note 7, dass wir unsere Zigarette direkt damit anzünden können, dann ist ja alles gut. AR-Emojis sehe ich hier gerade nochmal. Ich lese gerade den Artikel nochmal direkt durch. Fazit und Kaufberatung zum S9. Ich werde es erstmal definitiv ausprobieren. Macht ein Ads hier. Auch ein neuer Test. Kenne ich gar nicht. Multitasking wahrscheinlich. Oder Webseiten durchscrollen. Schätze ich jetzt mal. Sowas wird das sein. Zwei Brennweiten. 6 GB Arbeitsspeicher. So können auch jene hier bedenkenlos zugreifen, die ansonsten auf das Note 9 gewartet hätten. Ja, das stimmt schon, wenn man sich in dem Preissegment angefreundet hat, zwischen 800 und 1000 Euro, kann man das definitiv machen. Aber das ist halt immer so eine Frage. Jetzt wird hier Instagram, wird hier sozusagen jetzt symbolisiert oder YouTube oder was auch immer das sein soll. Oder
Ich weiß auch nicht, welche Seite das sein soll. Auf jeden Fall ist Nick immer am Start, wie wir hier sehen, und Jackie. Die teilen irgendwelche Fotos und Feeds. Ziemlich interessant. Und da müssten wir jetzt endlich auch mal mit dem Echtzeittest hier von Antutu durch sein. Sind jetzt hoffentlich gleich bei 100% angelangt. Ob ich das Handy jetzt so anders halte oder nicht. Hier Copy-Paste kannst du also Bild bearbeiten. Was hier alles getestet wird neuerdings, ist ja ziemlich interessant. Hier gibt es also nochmal einen Artikel nebenbei. Sechs Unterschiede zwischen S9 und S9 Plus. Einmal die Displaygröße, haben wir schon gesagt. Gleiche Auflösung, nur ein bisschen größer. Größe und Gewicht, das ist soweit auch ganz klar. Das S9 wiegt 163 Gramm, das S9 Plus 189 Gramm. Knappe, naja, 70, 80, knappe 30 Gramm habe ich ja gesagt, so ungefähr. So, 99%, gleich sind wir fertig. Der Arbeitsspeicher beim S9 hat 4 GB, beim S9 Plus sind 6 GB. Kamera. Die wohl offensichtlichste, der offensichtlichste Unterschied ist, wie gesagt, die Kamera. Das ist soweit ganz klar. Und wir sehen jetzt hier, wir sind durch. 244.613 Punkte, besser als 99% der Benutzer. Das hatte ich auch noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon der Oberhammer. CPU, 99%, überall hier, 99% besser. GPU und CPU, Memory, okay, 52%, immer noch besser als die Hälfte. Geräteverifizierung. 15 Gerätedaten einmal tippen, um das Gerät zu verifizieren. Gerät wird verifiziert. Was? Die Technik? Authentisch. Okay, machen wir. Ist okay so. Wir haben das G96 5F Modell CPU. Ah, gucke, jetzt ist es alles übereinstimmt, wird unterstützt. Das ist schön. Dann haben wir es jetzt verifiziert. Kann der Antutu damit auch ein bisschen arbeiten? Temperatur beträgt 35,4 Grad. Ach, guck mal, was hier alles so geht, ja. Was, wir haben nur noch 89% Akkuleistung? Menschenskinder. Da hat er sich ja jetzt gerade gut verausgabt. Akkunutzung prüfen, Zustand ist gut. Er ist auch out of the box, was soll das, ja. Echtzeittemperatur, also hier wird auf jeden Fall viel geboten jetzt beim Antutu Benchmark Test, was vorher nicht so geht. Belastungstest, testen Sie die Stabilität der Leistung Ihres Geräts. Mehr Informationen. Okay, gucken wir mal ganz kurz rein. Was gibt es denn da noch Interessantes zu sehen? Wir sehen jetzt auf den ersten Blick 64 Bit-Prozessor und 8 Kerne. Hier steht sogar 455 MHz, also sogar noch ein bisschen tiefer als die 600 MHz, die CPU-Z angegeben hat. Mali G82 ist da. Was haben wir sonst noch so Schönes? Multitouch können wir testen. Können wir gerne machen. Aber der wird ja wohl 10 Finger locker aushalten. Wahrscheinlich auch noch viel mehr. Passen gar nicht alle aufs Display drauf. Wie? Ich habe nur 9 Finger? Ne, 10. Okay. Weiß ich nicht, mehr als 10, ob das gehen würde. So viele Finger habe ich jetzt gerade nicht parat und meine 10 packe ich jetzt bestimmt hier nicht auf den Tisch. Okay, was haben wir sonst noch? DPI? Sogar einen Tacken besser als angegeben, oder was? Kameras dabei, 3500 mAh, Voltage, Ladestand und so weiter und so fort. Ich habe den Akku das erste Mal gestern aufgeladen und werde ihn jetzt das erste Mal auf 0% richtig entladen. Werde ihn dann wieder ohne Benutzung hochladen auf 100%, dass der einmal richtig kalibriert ist. Ist auf jeden Fall mal ganz interessant. Bildschirm und Browser testen. Ich glaube, das hat er eben gerade alles sowieso gemacht. Ziemlich interessant. Was gucken wir jetzt hier uns an bei den Prozessorleistungen, Berechnungen? Kann ich nichts mehr anfangen. Das ist schön, wenn er das so sagt. Aber wie gesagt, wenn er hier sagt, von den Zahlen her, Zahlen ist alles schön und gut. Wichtig ist, dass die Performance passt. Er sagt mir sogar aktuell die Temperatur an und die Prozessorlast. Achso, dann komme ich hier wieder rein bei den Details. Achso, und kann ich auch nochmal auf CPU umschalten? Das ist ja praktisch. Mensch, das ging alles vorher nicht. Da brauchte man x-fach Apps hinzu. Und ob das dann so funktioniert hat, weiß man trotz alledem nicht. Mit den Zusatz-Apps. Ich hätte damals immer so eine Akkuverlängerungs-App. Hat wahrscheinlich nie was gebracht, sondern mehr Akku gezogen. Hier braucht man sich da keine Sorgen machen. Thermometer und Push-Nachrichten sind auf jeden Fall an. Das ist ja interessant. Also was hier nicht alles möglich ist. Ziemlich interessante Sache. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein zum Antutu und CPU-Z-Test. Und ich denke mal, da werden noch ein paar Videos folgen. Schauen wir uns den Rest einfach nochmal an.